Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Italia. Ja, wie ihr seht, ich hab das Ding hier schon mal zum Feld gefahren, ne? Ich wollte eine Weizendreschfolge aufnehmen, das machen wir jetzt noch. Ich hab mich so ins Zeug gelegt, ne? Oh, ich muss erst noch mein Gerät aufklappen. Klappt ihr sich auf oder was? Oh, Tatsache. Wollen wir ihm ein Foto machen? Ja, wa? Kolinski. Gerät wechseln, Innenansicht. Feuer frei. So. Vielleicht haben wir jetzt keine Hindernisse. Bevor wir jetzt weiter dreschen. Erster Test. Dann geht voll Töfte. Abfahrt. Das ist mir eine Lehre. Denise probiere ich erst an Händler aus, ob das Rohr auch ausfährt. Ich will kein Schwatt ablegen, ne? Willst du Schwatt ablegen? Sollst du gar nicht. Brauch kein Stroh. Wofür brauche ich Stroh? Um mit der nicht vorhandenen Presse was pressen zu können, oder was? Ist ja alles jetzt gewesen, da wir ja jetzt so einen schicken neuen Dreschkasten haben. Mann, das ärgert einen doch. Habt ihr da auch schon mal so was gehabt? Dass ihr euch Mod runtergeladen habt und denkt, alles tutti und dann... Schön. Wir müssen den Weizen auch runterkriegen, bevor das regnet. Sojabündnis noch einmal düngen. Und dann machen wir jetzt hier jede Menge Mission. Der Dreschkasten muss jetzt auch erstmal wieder rausgeholt werden. Mando. 21. 20 nach angefangen, okay. Das ärgert mich so was. Nee, sonst hat es aber gar nicht mal so eine schlechte Rummelbude. Also ich glaube nicht, dass der konvertiert ist. Oder? Der ist doch fast neu gemacht worden, oder? Guck mal, wie cool das da alles aussieht. Ja, das hat sich vielleicht schon mal gelohnt. Jetzt sag nicht, der Baum wächst wieder in mein Feld, oder was? Das ist doch auch nicht richtig, oder? Ist das so richtig? Okay. Naja, hat sich ja gelohnt, der heutige Talk. Wir sind eine Erfahrung reicher. Wir haben Holzer-Map geschafft. Wir haben die Italia. Habe ich sogar 3 Folgen jetzt geschafft, obwohl ich nicht wusste, was ich aufnehmen sollte, ne? Danke, lieber Mod. Jo, läuft. Jetzt können wir hier richtig schickifeini durchstarten, ne? Ist aber auch cool gemacht, ne? Wow. Wenn du nach vorne guckst, kriegst du auch mehr in den Tank, ne? Das hat mir schon mal einer erklärt. Ich finde, der Dreschkasten, den können wir gut machen. Der macht sich. Hatte ich gar nicht so auf den Schirm. Weil ich eigentlich sonst nicht so gerne in New Holland fahre. Aber egal. Hier spielen wir mit New Holland. Wir werden hier auch wahrscheinlich auf die New Holland Schlepper gehen, ne? Oh, jetzt ist Italien. Bisschen italienische Marken nehmen. Ja, vielleicht kommen wir noch bis zu unserem Fiat. Wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Er läuft. Der klingt doch gar nicht so bescheiden. Klingt eigentlich ganz gut, ne? Noch einen größeren Korntank. 6.000 oder was gehen da rein, ne? Schätze ich mal. Keine Ahnung. Ja. Was soll man dazu sagen? Vor der Ernte ist nach der Ernte. Nach der Ernte ist vor der Ernte. Das sind alles so Weisheiten. Ja, 6.000 werden da, schätze ich mal, reingehen, ne? Das muss hier auch ein bisschen was abwerfen. Ah doch, der läuft. Hauptsache, da kommen wir jetzt auch an unseren Kipper. Das sieht nämlich nicht gerade. Oh, gehen 6.400 rein. Ohoho, gut. Ich hatte den ausgemacht.
So, beim Vorder mal dran. Können wir nämlich eben abtanken. Oh, das passt auch gerade sogar. Ja, Dule. Gar nicht schlecht. Hatte ich schon ein Bild gemacht? Ja, ne? Ja, alles schicki feini neu hier im Dreschkasten. Doch, der gefällt mir. Also bin ich ganz ehrlich, den finde ich gar nicht so uncool. Kannst du mit fahren. Ach ja, liebe Leute. That's life. Nur Opfert hier. Noch ein bisschen was schaffe. Noch ein bisschen was schaffen. Vor dem großen Regen. Wird da wohl noch eine Mission vorher schaffen? Wer weiß. Das Problem ist ja, wenn du dann mitten in der Mission an Dreschen bist, ne? Und das fängt an zu schiffen, dann geht's ja nicht weiter. Wir haben ja aber auch noch keine Ernteschäden, ne? Ich habe direkt angefangen zu dreschen, als das Gemüse reif war. Das hat mich ja auch schon gefuchst, ne? Aber so haben wir es runter. Wir können wieder säen. Ich weiß doch gar nicht, was wir säen. Wir könnten Raps mal säen, eine Rutsche. Noch Weizen, ne? Oder Mais. Ach nee, Mais ist mir zu teuer. Aber wir da noch kein Equipment für haben. Echt mal ein ganzer Plan. Schöne Fläche noch dazu kaufen, ist eine Mäse. Naja, kriegen wir auch noch alle hin. Diesmal brauchen wir ja auch nicht tiefen lockern, sondern können einfach durchziehen mit der Scheibenegge. Geht ja alles ein bisschen fixer. Da sind wir ja schickifeini vor. Die Fläche hier, die ist auch gar nicht klein, ne? Man denkt erst, wenn man da so drauf guckt auf die Map, ne? Dass das alles so lütt ist. Aber wenn du dann hier lang heizt, das sind ganz schöne Brechmänner von Feldern, ne? Auch die Karte, ey. Die ist ja als in einer Vierfach-Map ist die gebaut, ne? Also vertut man sich da ganz stark mit, wie groß die Map ist, ey. Heidewitzka, ey. Ich habe mich ganz schön erschrocken, als ich das erste Mal hier drüber geheizt bin. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? Schicki. Ja. Wir brauchen hier mal eine Rückfahrkamera drin. Ich sehe nach hinten nichts. So. Läuft. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn wir zwei Wagen runterkriegen, sind wir gut. Glaube ich nicht. Wir haben jetzt 10.000 Liter in den Kipper. Ich glaube 16 Tonnen gehen da glaube ich rein, ne? Ich hatte ja den großen ausgewählt. Da kriegen wir noch einen Tank rein. Ja, läuft. Können wir mit leben. Gar nicht uncool. Jetzt schnuckelt das schön dran lang hier, ne? Schon 0,2 Stunden auf unseren Dreschkasten, ne? Können wir aber auch jetzt mal durchfahren, ne? Oder sollen wir da eben direkt abtanken? Mal fahren wir jetzt mal bis zum Ende, mal gucken wir mal. Ich glaube, dann ist die Folge auch mal zu Ende, ne? Den Rest machen wir dann auch nochmal fertig. Können wir nochmal gucken, was jetzt so an Mission schon ist. Und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich habe auch keine Lust mehr zu zocken heute. Und früh, wenn es fertig ist.
So. Ich habe immer noch die falsche Fahrstufe drin. Oh, so passt besser, ne? Sind eh voll. So, dann lass uns mal auch noch eine Mission gucken. Was ist hier los? Gibt's schon Mische? Ernten. Guckt euch das an. Wir können ernten. Ernten, ernten. Das nehmen wir alles mit, liebe Leute. Oh, Düng schon wieder. Das war gut. So, Leute, ich sag dann erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, macht einen Daumen runter. Schreibt vielleicht einen Kommentar dazu, dann weiß ich Bescheid. Und wenn es euch gefallen hat und ihr möchtet nichts mehr auf diesem Chaos-Kanal verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.